herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe mal wieder einen Polizisten bzw. einen Ex-Bundespolizisten bei mir, der bekannt geworden ist durch Montagsdemos. Und ganz bekannt, du warst einmal, ich glaube, in der Tagesschau oder so, da war eine Live-Schaltung zu einer Demonstration und du bist während der Sendung ins Bild gehuscht und hast gesagt, Lügenpresse oder was? Also ganz aktuell und bist dadurch ziemlich bekannt geworden. Die Presse hört das natürlich nicht so gerne, Lügenpresse, aber wir werden belogen ständig und du bist viel auf Montagsdemos unterwegs. Relativ bekannt, Stefan Simon, du bist der, oder du hast gesagt, du bist der erste Polizist, der... Ich war der erste Polizist in Deutschland oder Beamte allgemein, der Beamte geworden ist, ohne die deutsche Staatsangehörigkeit zu besitzen. Ich zeig das mal als Beweis, deinen alten Dienstausweis, ein bisschen kopiert, ein bisschen gescannt, vergrößert, ja. Gescannt. Ja. Als Erinnerung. So, genau. Erzähl ein bisschen erstmal, wie kommt man da rein? Ist das auch hat das einen politischen Background, dass jetzt auch Migranten oder Ausländer gerne für die deutsche Polizei eingesetzt werden? Oder also, wie sieht man das? Ich lebe seit 23 Jahren in Leipzig, ja. In Deutschland, also seit 23 Jahren. Und 1998 ist das Beamtengesetz in Brüssel für ganz Europa geändert worden. Und jedes Land in Europa hatte die Möglichkeit, in seinem eigenen Ermessen dieses Gesetz ins nationale Recht zu übersetzen, umzusetzen. Und die Bundesrepublik Deutschland hat sich entschieden, Bundesbeamte wie bei der Bundespolizei, damals noch Bundesgrenzschutz, einzustellen. Und die Bundesländer durften auch in ihrem eigenen Rahmen sich entscheiden, ob sie Landesbeamten mit EU-Staatsangehörigkeit einstellen. Und soweit ich mich erinnere, das Bundesland Sachsen und Schleswig-Holstein, soweit ich weiß, haben sich dafür entschieden, auch EU-Bürger einzustellen als Landesbeamten in die Polizei. Du bist jetzt aber Ex-Polizist. Gibt's dann, kann man das erzählen oder ist das jetzt nicht so wichtig, warum du da nicht mehr bist? Oder also ich war der Erste, der eingestellt worden ist und gleichzeitig der Erste, der sich beworben hatte, dazu in den gehobenen Dienst. Das war 1999. Im ersten Jahr nach der Umsetzung ins deutsche Recht. Also du warst damals Polizeikommissar Anwärter, also richtig. Kommissarlaufbahn schon also, angestrebt. Ich bin der Erste, der reingekommen ist in einem Beruf, der traditionell nur für Deutschen zugänglich war. Und es war durch Änderung des Gesetzes das erste Mal, dass ein EU-Bürger sich bewerben könnte. Und bei mir, in meinem persönlichen Fall, durch die Altersgrenze damals für den Eintritt in den gehobenen Dienst, nämlich 31. Geburtstag, war das gleichzeitig meine einzige Möglichkeit, wenn ich das nicht geschafft hätte, mich zu bewerben und die Auswahlverfahren zu bestehen. Ja, und ich bin leider vier Jahre lang gemobbt worden und ich bin seit Dezember 2003 raus von der Bundespolizei und seit 11 Jahren bin ich in Prozess gegen die Bundespolizei, also das Bundesministerium des Innern und jetzt inzwischen gegen die Bundesrepublik Deutschland. Gemobbt als was? Gemobbt als jemand, der vielleicht nicht ein Augenfang ist, wie jemand, der nicht europäisch aussehen würde, aber gemobbt als jemand, der ein Hörfang ist, durch meinen Akzent, den ich nicht abstellen kann. Aber was vor allem meine Rolle gespielt hat, ist, dass ich unter allen Kandidaten damals, ich glaube, es war um die 3400 Bewerber, Zentralauswahlverfahren natürlich, Bundesgrenzschutz, Bundespolizei, und das waren psychische Teste, Intelligenzteste, sportliche Teste und medizinische Untersuchung. Ungefähr 250 Leute sind damals eingestellt worden und bundesweit. Und unter diesen 250 waren 247 geeignet und 3 waren gut geeignet. Und ich, der erste Nicht-Deutsche dabei, war ein von den 3 gut geeigneten. Das heißt, ein von den Besten. Ob ich der Erstbeste war oder Zweitbeste, Drittbeste, weiß ich nicht genau. Aber ja, das war irgendwie mein Fehler, dass ich diese in meine Nicht-Muttersprache, deutsche Sprache, gemachte Teste, dass ich sie so gut bestanden habe. Ja, also und da spielte sicherlich
ein Problem, jemand, der nicht deutsch ist, als Erster, der diese Tür, diese Breche aufgemacht hat, zu integrieren. Und dazu, was ich als Letzte, als Betroffene, als Letzte erfahren habe, nämlich, dass gut geeignet eine Sonderbewertung war als Ergebnis und nicht die gängige wie geeignet. Mhm. Und das hat sicherlich da beigetragen, bei manchen noch mehr Problem haben, mich zu akzeptieren. Jetzt haben wir aktuell die Situation mit den Montagsdemos, wo du viel gesprochen hast, Pegida. Da darfst du, glaube ich, jetzt nicht mehr sprechen, weil bestimmte Themen da nicht gewollt sind. Was sind so deine Themen, die du bei den Demonstrationen, die dir wichtig sind? Also meine Beweggründe erstmal, mich politisch zu betätigen, ist, dass ich, also als Bundespolizeikommissar Anwärter für diesen Stadt gearbeitet habe, ich bin ein loyaler Mensch, hm. Und wer Beamter ist, ob zivil oder uniformiert, der hat seine persönliche Meinung und seine persönliche Haltung zurückzuhalten. Ein Beamter muss neutral sein. Und für mich, das ist kein Problem gewesen. Aber als ich gesehen habe, dass innerhalb des gehobenen Dienstes der Bundespolizei Mobbing vertuscht wird, mhm. und nicht genannt nach dem Namen Mobbing, aber als typische Streiten in Studentengruppen, wie es genannt worden ist. Und als ich gesehen habe, dass ich als heiße Kartoffel dann entsorgt worden bin über die Prüfungen, die ich in der Mobbing-Situation geschrieben habe. Ich habe nie die Chance gehabt, wie meine Kollegen während der Ausbildung die ganze Zeit mich wie sie in Ruhe vorzubereiten. Ich war total isoliert. Und als ich gesehen habe, wie mit meiner Geschichte umgegangen ist, nämlich unter den Teppich gekehrt und sozusagen mir die Schuld zu geben und diejenigen, die mich gemobbt haben, haben weiter Karriere gemacht, die sind inzwischen Hauptkommissar, Oberkommissar und ja, ich bin raus und so ist das Problem für alle gelöst. Ja. Hm. Und als ich das gesehen habe, habe ich angefangen zu überlegen und als meine Mobbing-Situation immer verneint und verkannt worden ist seitens der Bundespolizei. Und als ich gesehen habe in der Prozessführung gegen meinen ehemaligen Dienstherrn, dass man diese Mobbing-Situation überhaupt nicht, partout nicht erkennen will, da habe ich angefangen, mich zu fragen, was ist das für ein Rechtsstaat, mhm. der erstmal intern sowas duldet und nicht richtig ahndet und unter den Teppich kehrt und lieber mich entsorgt, als da richtig was zu unternehmen und aufzuräumen. Und ja, ich habe auch gesehen während der Prozessführung, wie schwer es ist, als Einzelperson gegen den Staat zu kämpfen. Ja, ja. Ich bin seit 11 Jahren im Kampf vor Gericht. Mein Glück ist, ich bin immer noch Mitglied der Gewerkschaft der Polizei. Über meine Mitgliedschaft habe ich einen Rechtsschutz, der mir die Kosten für Rechtsanwälte und Prozesskosten bezahlt trägt, aber 11 Jahre und noch nicht das Ziel erreicht. Ob das wirklich rechtsstaatlich ist, das ist meine Frage. Wenn der Staat von jemandem 10 Euro Geldstrafe, ja. zum Beispiel auf der Straße nach dem StVO, einkassieren möchte und wenn der Bürger das nicht bezahlt, der wird sehr schnell von Ordnungsamt, von Polizei besucht, mit der Androhung angeschrieben, eine Erzwingungshaft. Und der ist geliefert. Und wenn er nicht bezahlt und in Erzwingungshaft geht, muss er trotzdem die 10 Euro noch dazu bezahlen, mhm. und vielleicht noch mehr dazu. Ja. Und das ist das, was in diesem System pervers ist. Ja? Man nennt das Demokratie und Rechtsstaat. Aber Rechtsstaat, habe ich den Eindruck, auf Deutsch bedeutet, der Staat hat immer Recht. Und der Bürger wird verfolgt wie ein Krimineller, selbst für 10 Euro. Aber umgekehrt, wenn wie in meinem Fall meine Karriere, mein Leben so kaputt gemacht wird, mhm. gibt es keine Folge für die Täter, ich muss die Folgen allein tragen und ich kämpfe allein und kann mir das nur leisten, wie gesagt, nur über meine Mitgliedschaft in der Gewerkschaft der Polizei. Und trotzdem, seit 11 Jahren habe ich noch nichts erreicht. Kannst du Bürger verstehen, die jetzt auch kritisch gegenüber der Polizei sind? Ich meine, wir alle wissen, dass die Polizei wichtig ist, um die
die guten, die rechtschaffenden Bürger vor Kriminellen zu schützen. Im Moment hat man aber eher das Gefühl, dass die Polizei gegen den Bürger eingestellt ist, während Kriminelle sozusagen nicht verfolgt werden oder... Also ich betrachte immer noch die Polizei als meine Familie. Ja. Polizist ist immer noch mein Traumberuf. Dass jetzt für mich alles verfuscht ist und dass ich nie wieder Polizist sein werde, das ist mir klar. Vor allem, wo ich in die Öffentlichkeit gegen was in diesem Land passiert, öfters meine Meinung gesagt habe. Aber ich kenne noch sehr viele Polizisten, von Landespolizeien auch. Und ich erlebe öfters Polizisten bei Demos. Ja. Und kenne manche auch persönlich oder die sogar mich persönlich angesprochen haben und die ich inzwischen kenne, weil sie mich kannten durch ihre Einsätze, ja. Und haben mich privat, wenn sie mich wieder erkannt haben und getroffen, angesprochen. Also ich habe da gute Bekannte und Freunde auch bei der Polizei und ich kann sagen, dass viele Polizisten selbst die Nase voll haben. Sie werden verbraten in so viele Einsätze. Und die Landespolizeien bauen ab, stellen immer mehr wenige Leute ein, wenn Polizisten in Rente gehen. Ja, das heißt, die werden immer mehr überfordert. Ja. Und gleichzeitig, diese Polizisten, die machen natürlich in Uniform ihr Dienst, ganz loyal, aber privat, wenn sie da ihre Meinung kundtun, merke ich, dass viele, wie gesagt, viel Verständnis aufbringen für die Leute, die demonstrieren. Natürlich nicht für jede Demonstration, aber für manche Demonstrationen. Ja. Und natürlich sind die persönlich in der Zwiespalt. Die machen ihre Arbeit und privat sagen sie, die haben recht. Erlebt man das als Polizist? Ich habe das gehört, es gab, glaube ich, neulich auf der Seite der Polizeigewerkschaft auch eine Aussage, wo einer gesagt hat, dass die Polizisten quasi von Antifa und linken Demonstranten oftmals sehr verletzt werden. Und das wurde dann aber sofort zurückgenommen, weil das nicht neutral ist. Und also hast du das so erlebt? Also es wird ja immer so getan, die Rechten sind die Gewalttätigen, die Linken, das sind die... Also ohne politische Partei nehmen zu wollen. Und ich kann frei reden, weil ich bin raus aus der Polizei und ich werde sicherlich nie wieder in die Polizei reinkommen. Selbst wenn ich theoretisch vor Gericht darum kämpfe. Aber es geht mehr um die Gerechtigkeit als um den Wunsch, wieder Polizist zu werden. Natürlich würde ich sofort ab morgen um 5 auf die Matte stehen und gerne weiter Polizist sein. Aber es wäre utopisch und aus meinen Erfahrungen in meiner Polizeiausbildungszeit kann ich bestätigen, ohne politische Wertung, dass ich nie bei Demonstrationen von sogenannten Rechten Gewalt gegen Polizei oder gegen Demonstranten erlebt habe. Und die Polizisten, die das sagen, werden sehr oft in die rechte Ecke geschoben. Und es wird oft gesagt, ja, in der Polizei sind nur Rechten und so weiter. Das stimmt nicht. Bei der Polizei gibt es Leute politisch alle Couleur, ja. Und Polizisten sind eine Mischung aus allen Bürgern dieser Gesellschaft. Und nur durch den Beruf stellen sie in erster Linie fest, was manche Bürger nicht über die Medien, wie es wiedergegeben wird, feststellen können. Nämlich, dass als Polizist man ist daran gewöhnt, keinen Ärger zu haben seitens der rechten Demonstranten. Im Gegenteil, die linken Demonstranten, die meistens gegen Demonstranten sind, das heißt, die nicht wie die Rechten eine beantragte Demo mit Genehmigung durchführen, aber einfach so spontan gegen demonstrieren, dass sie erstmal immer verstoßen gegen die Gesetze über Verbot von Vermummung bei Versammlung und dass es nicht mal geahndet wird. Das wäre so viel Arbeit, man müsste die meisten Schwarzblock und so weiter gleich einkassieren, weil sie illegal vermummt auf die Straße gehen. Und die Gewaltbereitschaft gegen Sachen von allgemeinem Eigentum wie Straßenschilder, Mülleimer und so weiter. Brennende Autos. Und natürlich die private Sachen wie Autos oder Häuser. Richtig, richtig. Das kommt immer von diesen möchte gerne Linken gegen Demonstranten. Ja. Und ich erinnere mich in Berlin damals,
Es gab einen Aufmarsch in der Nähe der Orianenburger Straße, sogar auf der Orianenburger Straße in Berlin geplant, seitens der NPD. Und ich vom Flughafen Berlin-Schönefeld, wir waren da als Unterstützung für die Berliner und für die Brandenburger Landespolizei. Da war sogar die berittene Polizei da. Und wir waren an den Nordbahnhof in Berlin. Und dieser Nordbahnhof war als Ausweichstrecke gedacht, im Fall, wo die rechte Demo nicht durch Hinderung seitens der linken Gegendemo durchgeführt werden kann. Da sollte an diesem Bahnhof die ganze rechten Demonstranten mit der S-Bahn Richtung größere Bahnhöfe, um dann nach der Veranstaltung nach Hause zu fahren. Und diese als Ausweichstrecke gedachte Stelle hat sich dann entwickelt zum Brennpunkt der Situation an diesem Tag, weil die Gegendemonstrant diesen Umzug der Rechten verhindert haben und sehr massiv die Polizeistellungen versucht haben anzugreifen, um an die Rechten, die sich versammelten hinter uns am Bahnhof, um dann wegzufahren, anzugreifen. Und ich war in erster Linie und die Leute, die Gegendemo stand bis vor unserer Nase, so dass sie mich beim Schreien in Richtung rechten Demonstrant mich bespuckten. Und das war immer der Spruch in unsere Richtung, ihr schützt die Faschisten. Und meine Kollegen, die der Meinung war, man braucht nicht mit denen zu diskutieren und sie aufzuklären, haben zugesehen, wie ich vielleicht ein bisschen naiverweise denjenigen von diesen Gegendemonstranten, der vor mir stand und mich beim Schreien direkt ins Gesicht bespuckte und sehr laut war. Ich habe versucht, ihm zu erklären, wir schützen keine Faschisten, wir schützen jeden Mensch in diesem Land, der nach dem Grundgesetz sein Grundrecht auf Demonstrieren und kundtun seine Meinung, ja, ihr sein darf. Und nach diesem Grundrecht sind wir da, egal welche politische Meinung dahinter steckt, ja, um diese Leute nach dem Gesetz zu schützen in dem Umsetzen dieses Grundrechts. Und ich hatte dem Linken gegen Demonstranten sogar gesagt, ich kann nicht dafür und wir bei der Polizei auch nicht, wenn ihr immer gegen Demonstranten seid und nie diejenigen, die Demos anmelden. Wenn ihr Demos anmelden würdet, würden wir euch genauso schützen vor möglichen Gegendemonstranten und Rechten, wenn diese gegen, ja, euch demonstrieren würden. Mhm. Und als diese linke Gegendemonstrant merkte, dass ich einen ausländischen Akzent habe, sagte er mir, du bist Ausländer und du schützt die Faschisten. Also man kann argumentieren, wie, ja, man will. Mhm. Ja? Dann am Ende war ich ein Verräter als Ausländer, weil ich da durch meine Präsenz in Uniform und bewaffnet mit meinen deutschen Kollegen verhinderte, dass sie aggressiv rankommen an diese Demonstranten. Also die Polizei, ja, die interessiert sich nie für die Meinung von Demonstranten. Die macht ganz neutral ihre Arbeit nach dem Grundgesetz, mhm, und verhindert nur, dass dieses Grundrecht eingeschränkt und behindert wird. Ja. Lass uns mal auf die aktuelle Situation kommen mit Pegida. Vorher gab es die Montagsdemos, die Friedensmahnwachen. Nun ist es unter dem Begriff Pegida, patriotische Europäer, ist schon mal die Frage, wie kann, Patriot ist eigentlich für ein Land oder eine Nation, Europa ist kein Land, also ist schon ein Widerspruch, dann gegen die Islamisierung des Abendlandes. Abendland, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich jetzt für als Abendländer fühle. Also das ist ein Begriff, der schon sehr schwierig ist. Und das ist ein eingetragener Verein. Hast du den Eindruck, dass im Moment versucht wird, die Demonstration, die früher aus einer Bewegung kam, dass sie jetzt versucht werden, in eine bestimmte Schublade zu stecken, so dass man sagen kann, das sind Anti-Islamisten und das sind Rassisten, das sind fremdenfeindlich? Okay. Bevor ich das beantworte, möchte ich chronologisch kurz was erinnern. Erstens, ich bin ungewollt in die Öffentlichkeit geraten und bekannt geworden, weil ich im November 2013 in Leipzig bei einer sogenannten Infoveranstaltung durch die Stadt Leipzig und durch die Kirche in Leipzig organisierte Veranstaltung, wo es um das Thema ging, des Baus einer Moschee in Leipzig in dem Viertel Gollis, wo ich wohne. Und
damals bin ich da hingegangen, so als Einzelperson, als Privatmensch. Und ich habe viele muslimische Freunde. Mhm. Und ich habe nicht verstanden damals, dass unbedingt eine Moschee mit Kuppel und Minarett für ungefähr 70 Personen, also für eine sehr kleine Gemeinde, dazu für eine kleine Gemeinde, die aus zwei, drei Familien besteht, stammend aus dem Pakistan, und die nicht diese Schiit- oder Sunnite-Hauptströmung in der islamischen Religion ist, aber eine Art Abspaltung. Also eine Sekte, könnte man sagen. Sekte wäre ein bisschen vielleicht übertrieben, aber wie gesagt, ja, die nicht viele Bürger vertreten. Hm. Ja? Und ich habe nicht verstanden, warum diese Stadt in Leipzig unbedingt irgendwie außerhalb der Öffentlichkeit erstmal nur über das private Baurecht versucht, diese Moschee als Bau durchzusetzen. Ich habe viele islamische, muslimische Freunde aus allen Ländern, ja. Ja, über Tschetschenien, Iran, Irak, Syrien, Libanon und so weiter, in Leipzig, auch Nordafrika, Marokko, Tunesien, ja, Algerien. Und ich war schon vor zwei, drei Jahren mit einem irakischen Freund in der großen Moschee, in der Roscherstraße in Leipzig. Und da sind sehr viele Leute. Und dieser Raum, den sie als Moschee benutzen, in einem ehemaligen DDR-Plattenbau, ist überfüllt, ist nicht sehr geeignet für ein Gottesdiensthaus. Und diese Leute stellen sich damit zufrieden seit Jahren, und die sind wirklich Tausenden Gläubigen, die da in diese Moschee gehen. Für die passiert gar nichts, und die verlangen bis jetzt keinen Moscheebau. Aber für eine Minderheit von ungefähr höchstens 70 Personen wird da die Sache richtig unterstützt und nach vorn gebracht. So eine Moschee kostet doch auch wahnsinnig viel Geld. Ja, aber ich frage mich, warum wird für so eine Minderheit so ein Projekt durchgeführt, und für eine größere Anzahl von Muslimen, da wird gar nichts gemacht. Ja? Und die werden natürlich als Salafist in der Presse karikiert und so weiter. Aber für mich, das hat mit Logik nichts zu tun. Ja. Ja. Die sind länger vertreten in Leipzig, diese riesige Gemeinde, die ist international, und der Raum, den sie haben, ist nicht geeignet und ist überfüllt, und da wird nichts gemacht. Ja, und ich war da bei dieser Veranstaltung, und ich kenne mich schon aus mit der Struktur in Leipzig seit 25 Jahren, SPD durchgängig, ja. Und die Geschichte mit dem Sachsensumpf betrifft nicht nur Dresden, aber Leipzig auch, ja, gleichrangig wie Dresden. Ja. Und in Leipzig bin ich gewöhnt gewesen unter Tiefensee und jetzt unter Jung SPD, dass alle Parteien im Stadtrat mitmachen und dass alles von Linken über Grünen, CDU bis SPD, alles schon geölt, zusammen gut funktioniert, und dass die Bürger kaum was zu sagen haben. Die Bürger haben ihre Stadtwerke gerettet, als diese Stadt es verkaufen wollte, durch einen Volksentscheid, durch Unterschriftsammlung hat es stattgefunden, und wir haben die Stadtwerke erstmal gerettet. Es sollte verkauft werden und in Privathände kommen, um die dubiose Geschäfte und Casino-Spiele, in Einführungsstrich, die Leute in der Stadtverwaltung, in der Wasserwerke und in anderen Betrieben der Stadt verursacht hatten und damit riesige Schulden. Und es gab das Problem vor ein paar Monaten noch, bis zu dieser Gerichtsentscheidung, wo die Stadt Leipzig erstmal da nicht belangt worden ist, um diese Millionen an Schulden, die da entstanden sind, zu bezahlen. Also die Möbel hat man angefangen verkaufen zu wollen, um diese korrupte Pleite-Politik wieder zu fluten. Ja, und ich war in der Kirche, wollte nur erinnern, wie ich das in Frankreich erlebt habe, damals vor über 30 Jahren, und dass wir in diese Entwicklung langsam reinkommen in Deutschland, mit ein bisschen Verspätung. Das musst du jetzt erzählen, was so in Frankreich, wie da die Entwicklung ist. Also vielleicht. In Frankreich, das wird nicht durch die filtrierten Nachrichten in Deutschland so dargestellt, wie es wirklich ist. Oder manchmal, wenn man ein spät ins Bett gehender ist und nicht nur den Müll am Tag sich anguckt. Ja. Zum Beispiel eine sehr interessante Sendung von Dreisat mit dem Titel Marseille, Hauptstadt der Kriminalität, wo über die Hälfte der Bevölkerung aus den arabischen Ländern stammt, wo sogar die Bürgermeisterin eine aus Algerien stammende junge Frau ist.
und wo 2013 9 Menschen mit Kriegswaffen, Kalaschnikow, auf offenen Straßen am Heiligen Tag einzeln, das war nicht in einem Mal, erschossen worden sind und wo die französische Polizei geliefert ist mit ihren konventionellen Polizeiwaffen ja. Und wo Panzerscheiben und Gitter an Polizeirevier nicht mehr helfen. Das ist die Wahrheit in Frankreich, das sind die Tatsachen. Und dass Dreisat sowas bringt, ja, über Schweiz, Österreich und Deutschland, da freue ich mich. Aber sonst, solche Leute wie früher Wickert, der sogenannte Papst Frankreich in den Nachrichten in Deutschland, mhm. Ja, der hat Bücher immer wieder geschrieben über Frankreich, weil er früher lange Zeit in Paris Korrespondent war. Mhm. Aber er hat als Deutscher Frankreich nicht richtig analysieren und verstehen können. Die Hälfte ungefähr von was er schreibt, stimmt, kann ich als Franzose zustimmen und ist fundiert. Der Rest sind Fehlinterpretationen. Und die Situation in Frankreich ist für die Polizei zum Beispiel in Großstädten wie Paris und anderen, dass sie als Polizeibeamte, was früher in Frankreich unvorstellbar war, angefangen haben, sich zu organisieren, zu demonstrieren und zu sagen, in diesem Viertel, in dieser Stadt will ich nicht mehr arbeiten. Und wenn ein Beamte, ja. Wie bitte? In den Banlieues. Richtig, in den großen Banlieues. Ja. Und wenn ein Polizei das macht, das ist für ihn ein Problem. Aber wenn sie Tausenden sind, die auf die Straße gehen, dann natürlich ist das kein Problem mehr. In der Masse können sie das zum Ausdruck bringen. Und warum machen sie das? Weil in Frankreich viele Polizisten sind gestorben, weil sie natürlich geliefert sind, Kriegswaffen gegenüber. Ja. Und weil jedes Mal, wenn auf frische Tat bei Diebstahl, Banküberfall oder Autodiebstahl bei der Verfolgung, wenn da jemand mit ausländischer Herkunft gestorben ist oder angeschossen in der Notwehr durch die Polizei, dann haben wir riesige randalierende Mengen an jungen Männern ausländischer Herkunft, die natürlich in den deutschen Nachrichten, aber auch in den französischen, immer als Jugendlichen ganz ja. neutral verkauft werden. Ja. Weil die Politiker haben Angst, ja, die Sachen nach ihrem Namen zu nennen. Ja. Ich habe Katzen und ich werde sie nicht Hund nennen. Ja? Ja. Katzen sind Katzen. Ja. Und wenn jemand ja, nicht Franzose ist oder von ausländischer Abstammung als Franzose, und wenn man das in den Bildern sieht, ja, warum wird nur gesagt neutral Jugendlichen? Weil man auch da versucht, das Problem unter den Teppich zu kehren. Also Ergebnis, französische Polizeistreifen werden beworfen von großen Hochhäusern mit Kühlschränken, mit Fernsehen, mit anderen riesigen Geräten, ganz anonym. Also richtig gefährlich ist das. Und ja. Werden erschlagen auf ja. der Straße und sterben. Ja. Ja. Und dann wird, wie damals von Sarkozy als Innenminister oder später als Präsident, nationale Bestattungszeremonie organisiert mit französischer Hymne, französischer Flagge und dann große Sprüche. Ich erinnere daran, ja, dass die rassistischen Sprüche von Politikern in Frankreich ja, immer von Chirac, recht konservativ, oder von Sarkozy gekommen sind. Chirac, die Ausländer, das stinkt und das macht Lärm. Das war ein Satz von ihm als Präsident. Mhm. Sarkozy als Innenminister, den Scheiß aus der Banlieue werden wir mit Karcher wegspülen. Also diese Leute, die verantwortlich sind für diese Politik, neben unserer sozialistischen Partei, als Rechtskonservative, haben keine Angst, rassistisch dann zu versuchen, zu fischen in den rechtsextremen Parteiwählerschaft, ja, um sich weiter den Besitz der Macht zu sichern. Aber lassen trotzdem diese ganze Politik der Einwanderung ausufern. Das heißt, eine ständig offene Tür, Politik der Einwanderung, illegale wissen bei uns in Frankreich, wenn sie nach Frankreich kommen, dass sie bei der nächsten Präsidentenwahl sogenannte Amnestie erleben werden und dass sie legalisiert werden. Das heißt, es ist eine offene Tür. Und in Frankreich spricht man zum Beispiel über die deutschen Nachrichten, das höre ich öfters, überheblicherweise leisten sich Nachrichtensprecher in Deutschland solche Sprüche wie, ja, die Franzosen haben ihre Integrationspolitik versäumt und, ja. und versuchen da Lektion zu geben. Ja? Mhm. Die Deutschen sind nur auf dem Weg dahin, ja? Aber die Situation in Frankreich ist ganz schlimm. Da können wir sehen, was uns bevorsteht. Würdest und du das davor sagen, wollte ich ja. ganz, ja. ganz moderat vorwarnen hm. und ab am Mikro, man wollte mir den Mikro nicht geben und ich habe am Mikro gesagt, dass ich weiß, wie es angefangen hat vor 30 Jahren in Frankreich und gleich hat man mir den Mikro ausgeschaltet
Und als der Mikro mir ausgestaltet worden ist, habe ich dann versucht, mir weiter Gehör zu verschaffen. Und ich habe in Richtung den Bürgermeister SPD Jung geschrien, typisch Herr Jung, das ist das, was Sie Demokratie nennen und was läuft unter Ihnen als Bürgermeister in dieser Stadt. Also wie gesagt, die Franzosen werden sehr schnell verurteilt als Rassisten und so weiter. Naja, jetzt, ja jetzt, hier, ne? Jetzt 25% letztes Jahr für Europawahl, für die Front National, wird sehr schnell aus deutscher Seite als die Franzosen sind Faschist und Rassist beurteilt. Aber ich möchte daran erinnern, die Franzosen haben nie die Ausländer ghettoisiert. Die Ausländer haben sich selbst ghettoisiert, ja. Weil immer mehr Franzosen aus Hochhäuser ausgezogen sind, weil die Umstände und die Zustände nicht mehr haltbar und erträglich waren und weil sie auch nicht mehr wollten, dass ihre Kinder in Klassen mit über 11 Staatsangehörigkeit gehen, so wie wir das in Berlin kennen, ja, in Kreuzberg, Neukölln, weil ja, Eltern denken natürlich an die Zukunft ihrer Kinder. Und wenn sie merken, dass kein normales Schulprogramm verfolgt werden kann im Unterricht, weil die Lehrer sich nicht mal verständigen können mit diesen Schülern. Und was da dazu für Gewalt herrscht unter den Schülern, unter manchen Banden, ja, ziehen sich die Franzosen zurück. Und manche kleine Geschäfte, also alles, was öffentliches Leben ist, in ein Viertel oder in eine kleine Randstadt, Banlieue, bei Paris oder anderen Großstädten, verschwindet. Der Bäcker macht zu oder der Supermarkt, der es satt hat, wegen Überfall, wegen Unsicherheit, wegen Zerstörung der Schaufenster und so weiter. Und peu à peu, Schritt für Schritt, ja, gibt es immer weniger öffentliche Dienste und selbst die Polizei rebelliert und dann werden manche Polizeirevier zugemacht. Und das ist klar, dass am Ende die Ausländer hauptsächlich unter sich sind in solchen Vierteln und dass keine Franzosen da einzieht, aber noch andere Ausländer, ja. Und so entstehen Ghettos, aber das war nie ein politischer Wille in Frankreich. Also ja. die so urteilen in Deutschland, die wissen nicht, wovon sie reden. Vor allem in Frankreich haben wir immer eine Bevorzugungspolitik gehabt für die Einwanderer. Das heißt, die sind immer vorrangig gewesen, als Familie und mit Kindern, um neu gebaute oder neu sanierte Sozialwohnungen zu beziehen. Franzosen haben immer in der Schlange als Arbeitslose oder normale Arbeiterfamilie immer in der Schlange gestanden. Das ist auch der Grund, warum Rassismus entsteht, auch in einer Bevölkerung. Oder das erleben wir in Deutschland ja viele auch ähnlich, dass sie benachteiligt werden, also dass die als rechts bezeichnet werden, gar nicht sich über andere stellen, aber sie wollen sich auch nicht unterstellen. Also das Problem haben wir schon in Frankreich, aber in Deutschland ist das noch schlimmer, weil die Deutschen mit ihrer Vergangenheit, ja, die sind verdammt zum Schweigen. Und sobald jemand was sachlich kritisiert oder anspricht, es geht nur um das Thema, nicht mal um was er sagt, das erlebe ich auch in Deutschland. Als Franzose, sofort kommt die große antifaschistische Keule in die Fresse von jedem, der ein bisschen den Mund aufmacht. Mhm. Und man kann über Jahre, vielleicht Jahrzehnte, wie es stattgefunden hat in Deutschland und auch in Frankreich, alles unter dem Deckel halten, ja. Aber irgendwann, der Topf kommt zum Kochen, ja, und der Deckel hilft nicht mehr. Mhm. Ja? Und Ich habe angefangen, nachdem ich sozusagen öffentlich verbraten war durch diese kleine Intervention von mir in der Kirche. Also interessant ist, die ganze Veranstaltung war gleich im Internet. Mhm. Die ist nach ein paar Wochen verschwunden, damit die Leute sich keine Idee machen, von was da abgelaufen ist. Das waren den Leuten, die das gedreht haben, die Mitglieder dieser muslimischen Gemeinde, die das selbst gedreht haben und ins Internet gestellt haben und den Politikern in der Stadt Leipzig sehr unangenehm. Das Einzige, was weiter kursiert im Internet, das ist dieser kleine Auszug, wo ich rede, was manche Leute, ich weiß nicht wer, auch rausgeschnitten haben unter dem Titel Ein Franzose spricht Klartext. Und ich bin in ein Interview nach dieser Veranstaltung von dem Bürgermeister Jung, von der Vertreterin der Antifa in Leipzig, Juliane Nagel, und von der Journalistin Judith Heinze von MDR gezeigt worden in dem Schnitt, den sie gemacht hatten von dieser Veranstaltung im Fernsehen am selben Abend, neben Leuten von der NPD, die auch da waren. Ich habe für mich allein gesprochen, in Mitte der Veranstaltung, die Leute der NPD, die da waren, haben gesprochen, am Ende der Veranstaltung, im Schnitt, sagt man mich in der Sekunde vor dem Zeigen eines NPD-Funktionärs. Und während ich im Bild bin, wird gesagt, dass viele Nazis
in der Kirche waren. Und so bin ich angesprochen worden die nächsten Tage von meinen Nachbarn. Ja, hallo, du bist Nazi, MDR hat dich gestern in den Nachrichten so betitelt. Ja, ja, also so geschnitten, dass ich in unmittelbaren Folge mit diesen NPD-Funktionär gezeigt werde. Das kenne ich auch. Und ich habe das angezeigt. Ich habe Anzeige erstattet beim Stadtschutz gegen den Bürgermeister von Leipzig, gegen Judith Einzel von MDR und gegen diese Juliane Nagel. Die Sache ist eingestellt worden mit der Begründung von der Staatsanwaltschaft, dass ihr Recht, diese drei Personen, ihr Recht auf Äußerung ihre Meinung geschützt ist von diesem Grundrecht der Freiheit der Meinungsäußerung und aber dass es höher rangig ist als mein Recht auf persönliche Ehre. Und das nennt sich Rechtsstaat. Das heißt, ich werde diffamiert seit diesem Auftritt in der Kirche als Nazi, Rassist, Faschist in all diese linken anonyme Kanäle, links unten in die Media und so weiter. Überall bin ich verunglimpft worden und man kann sich dagegen nicht verteidigen. Was sich in diesem Land Justiz nennt, stellt alles ein. Ja. Aber du bist da ja nicht alleine, denn im Grunde alle, die jetzt auf den Montagsdemos sind, Pegida, werden ja alle in die Ecke gestellt. Ich bin bekannt durch die Montagsmahnwache am meisten, weil ab März letztes Jahr, 2014, bin ich da von vornherein als Redner gewesen. Was mich dazu bewegt hat, ist, ich war schon verbraten. Ja, also ich war nicht jemand, der unbedingt in die Öffentlichkeit wollte, aber ich bin in die Öffentlichkeit, ohne dass jemand mich fragt, gebracht worden. Ich bin verunglimpft worden, also was habe ich noch zu verlieren? Und weil die Leute gut fanden, was ich da angesprochen hatte, habe ich gleich viele Zusprüche gekriegt. Und bei den Montagsmahnwache bin ich gegangen, weil ich diesen Ansatz sehr gut fand, dass man als Bevölkerung seine Meinung in die Öffentlichkeit bringt und rebelliert gegen diese EU- und NATO-Politik, wo Deutschland, Frankreich und andere europäische Länder die Interessen von der NATO und von Amerika vertreten und uns langsam nicht nur in einen Krieg gegen Putin und Russland, was für mich zu Europa gehört, also ich verstehe nicht, dass man irgendwie die Türkei, nur weil es ein NATO-Partner ist und Luftwaffebasis der Amerikaner Richtung Nahost, so behandelt wie europäische Brüder und Putin und das russische Volk da abstößt wie ein böser Diktator, eine böse Diktatur und böse Russen. Ja. Und man hat uns ganz Europa in Kriege geführt, damals gegen Saddam Hussein, mit den Folgen, die wir bis jetzt kennen und die unermessliche Folgen haben bis heute. In Kriege gegen Syrien und Iran wollte uns auch die NATO und die EU und Amerika bringen. Und deswegen haben viele Bürger von aller politischen Couleur sich vereinigt und spontan auf die Straße sind sie gegangen, um ihre Meinung kundzutun. Und dadurch bin ich sehr bekannt geworden. Ja. Und das wird aber, wie gesagt, das erleben viele, dass sie in die rechte Ecke gesteckt werden. Ich kenne das ja auch. Egal, man ist da immer in dieser Ecke. Das ist natürlich etwas, was bei dir etwas schwierig ist, weil du schon eigentlich Ausländer bist. Du bist, ich darf das sagen, du bist schwul. Also du bist passt nicht so ganz in diese Schublade dieses typischen Nazis. Ja. Von daher beißen sich so die Ideologien hier so ein bisschen. Ja? Richtig, also ich möchte gern kurz was dazu sagen. Die angebliche linke Presse und die Mainstream-Presse verkauft mich immer, wenn sie über mich reden, als Hetzer, als Faschist, Nazi, Rassist und dass ich Franzose bin und kein Deutscher und damit Ausländer und dass ich schwul bin, ja, dann wird es entweder verschwiegen, nicht erwähnt oder es wird so erwähnt, wie ob ich nicht wirklich Ausländer wäre, wie ob ich nicht wirklich schwul wäre und wie ob ich nicht wirklich Polizist gewesen bin in diesem Land. Polizist richtig, werden, also das heißt, man spricht von jemand, der mit französischem Akzent spricht, man spricht von jemand, der angeblich schwul ist oder von sich sagt, dass er schwul ist, also das wird so nicht als Tatsache hingenommen und das ist klar. Für diese Leute und für die Linken allgemein und Linksextremen, diese Leute, die immer
behaupten, im Namen der Ausländer in Deutschland zu sprechen und ihren Interessen oder im Namen der Schwulen und Lesben zu sprechen. Ja, das ist klar, dass diese Leute in ihre sehr einfach strukturierte und gestrickte Gehirn einen Gehirnkollaps kriegen. Weil wie kann ein Ausländer nicht antideutsch sein? Wie kann ein Schwule nicht für Gender, Mainstream und für Frühsexualisierung in der Schule und so weiter? Wie kann ein Schwule nicht sein für eine schwule Hochzeitsmöglichkeit, genauso wie bei Heterosexuellen und so weiter. Mhm. Also da passe ich nicht im Klischee und natürlich, die können mich nicht ändern. Also was machen sie? Die vertuschen meine Staatsangehörigkeit, die vertuschen meine Sexualität. Und das ist dasselbe wie meine frühere Angehörigkeit zur Bundespolizei. Es wird geschrieben in der Presse, der Polizist gewesen sein will. Ja? Also ich zeige es in die Kamera. Hier ist meine Mütze mit meinem Namen. Ich war Bundespolizeikommissar Anwärter. Hier meine ehemalige Polizeibrieftasche mit der Dienstmarke, wo mein Dienstausweis war, der hier in DIN A4 Größe gescannt ist. Also wie gesagt, ich erfinde gar nichts, ja. Und diese Leute sind unverschämt, die machen passend für sich, was denen nicht passt. Ja? So ist es. Lass mich auf die Frage zurückkommen, die ich gestellt habe mit Pegida. Hast du den Eindruck, dass das jetzt eine Form ist, die kontrolliert wird, damit man sie in eine Ecke stecken kann und dass auch das gewollt ist, dass man die jetzt quasi alle immer als Rassisten und fremdenfeindlich bezeichnen kann? Also erstmal, ich bin zu Pegida gekommen wie ein Haar in die Suppe. Das heißt, ich habe mich für Pegida nicht interessiert, ich habe das nicht mal verfolgt im Fernsehen, ich habe nur in den Nachrichten das Übliche, was darüber gesagt worden ist, gehört und gesehen. Aber ich bin ein Mensch, der immer in seinem Leben versucht hat, sich selbst eine Meinung zu machen. Ja. Ich bin heterosexuell erzogen worden und trotzdem habe ich meinen Geschmack durchgesetzt. Und mich nicht angepasst. Ja. Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo die Deutschen immer noch als Nazi-Deutschland immer in Kriegsfilmen gezeigt worden sind. Das heißt, die deutsche Sprache war nur zu sehen in Filmen mit Untertiteln, in Kriegssituationen, in SS- und Wehrmachtsuniform, in militärischen und Kriegston. Und ich habe schon mich gefragt als Kind, warum in den Kriegsfilmen die Deutschen immer die bösen, dummen Verlierer sind, die Japaner auch, in den Western die Indianer. Hm. Ja, und als Kind, da ich mir selbst eine Meinung machen wollte, die Japaner waren mir zu weit, die Indianer leider ausgerottet und die Deutschen waren mir am nächsten. Also ich habe mich entschieden, die deutsche Sprache zu lernen, ja, und ich habe festgestellt, dass die Deutschen ganz normale Menschen sind. Ich bin als Schulaustausch-Teilnehmer gekommen nach Deutschland, 87, das erste Mal. Ja, und das sind normale Menschen gewesen für mich. Und ich fand diese Diskrepanz sehr krass, wie noch offiziell an jedem 8. Mai für 45 oder 11. November für 1918 bei solche Kommemoration und Zeremonie immer von Deutschland gesprochen worden ist. Ich habe erlebt, ich wohnte schon in Deutschland, aber ich war da kurz in Frankreich, wie Mitte der 90er Jahre dieser Diskurs sich geändert hat in Frankreich, dass man es nicht mehr als Deutsche, aber als Nazi-Deutschland bezeichnet hat. Ja. Also die Franzosen haben wirklich immer noch in diesem antideutschen Klischee gelebt. Ja, und ich, wie gesagt, ich wollte auch in dieser selben Logik mir selbst eine Meinung machen. Und ich kannte ein paar Freunde in Leipzig, die noch nicht da waren auch und das sich gerne angucken wollten. Und irgendwann sind wir dorthin gefahren. Das war am 22. Dezember. Ja, und wir sind in diese riesige Masse vor dem Semperoper, an dem Denkmal, sind wir in diese Masse da durchgedrungen und es hat nur ein paar Minuten gedauert und gleich haben Leute sich umgedreht, mich von der Seite angeguckt und gesagt, du bist doch der Franzose, wir kennen dich vom Internet, geh nach vorn, wir brauchen gute Redner, ihr fällt an gute Redner. Und ich habe gesagt, ja, aber ich bin gerade angekommen, ich kenne mich da nicht aus, wollte das mir angucken. Ja, geh nach vorn, ich kenne niemanden, ja, frag mal. Und ich bin nach vorn gegangen, Richtung Bühne. Und da habe ich einen Ordner gefragt und er hat mich gleich erkannt auch vom Internet und hat den Herrn Lutz Barmann geholt, der hinter die Bühne kam zu mir. Ich kannte ihn nicht. Ich hatte ihn vor 2 Wochen in diese Mopo, Morgenpost, Dresden gesehen, als ich beim Bäcker war, auf erste Seite.
und kurz beim Bäcker geblättert und geguckt auf fünfte Seite, Doppelseite, mit seiner kriminellen Vergangenheit und so weiter. Ja, und als er mich sah, der hat mich sofort erkannt, in die Arme genommen. Hallo Stefan, mein französischer Freund, kennst du mich? Ja, vom Internet, okay. Und er fragte mich gleich, willst du reden? Ich habe gesagt, ja, würde ich gern. Und der hat gesagt, ja, bleib da, du bist gleich nach dem Lied dran. Also das war total ungeplant, improvisiert. Ja. Mhm. Meine Kumpels aus Leipzig haben sich gewundert, mich so schnell dann oben auf der Bühne zu sehen. Und es ist alles im Internet. Das war am 22. Dezember. Und jeder kann nachhören, was ich da gesagt habe. Ja. Ich habe nicht von Islamisierung gesprochen. Mhm. Das ist nicht mein Thema. Ich habe gesprochen über die Ursachen von Flüchtlingsströmen. Nämlich die Politiker, die in ihre EU- und NATO-Politik als Vassalpolitik der USA diese Kriege unterstützen, mhm, aus geopolitischen, gier-imperialistischen Gründen führen und die uns gleichzeitig diese Flüchtlingsströme verursachen durch Zerbombung und Zerstörung der Heimat von so vielen Menschen im, ja, Nahost und gleichzeitig irgendwie wie eine Naturkatastrophe verlangen von der eigenen Bevölkerung, dass wir die ganzen Flüchtlinge aufnehmen. Wohl wissen, dass Deutschland die meisten Flüchtlinge aufnimmt in ganz Europa. Ja, und wohl schon das dicht besiedelte Land ist. Ja, ja, und wohl wissen, dass Deutschland keine Küste am Mittelmeer hat und dass nach dem EU-Recht mit den Drittländern und sicheren Drittländern und natürlich mit diesem Gesetz, dass wenn ein Asylbewerber oder ein Flüchtling nach Europa kommt, er soll bleiben und seinen Asylbewerberstatus bekommen und sein Verfahren im Asyl läuft im Land, das er als Erster in der EU betritt. Also Italien zum Beispiel. Betritt. Ja. Ich will nicht den Stein zu, ja, Italien werfen. Die sind leider, geografisch gesehen, die Schwelle zu Europa aus dieser Richtung. Und deswegen kann ich nachvollziehen, dass sie finanziell nicht alles tragen können und dass sie die Nase voll haben und die Leute durchlassen Richtung Deutschland und Frankreich. Und wohlwissend auch, dass die Hauptverursacher dieser Flüchtlingsströme, nämlich die USA, keine Flüchtlinge aufnehmen. Ja. Ja, und das ist das. Und auch viele arabische oder muslimische Staaten auch nicht, die nehmen sie auch. Richtig, so, richtig. Also ich bin mehr für die Unterstützung von diesen Nachbarländern, die überschwommen sind, die von Flüchtlingen, die Millionen davon schon übernommen haben, wie zum Beispiel Libanon oder Jordanien, mhm, ja. Und die Türkei hat komischerweise am Anfang nicht so viele Flüchtlinge aufgenommen. Inzwischen hat sie es getan. Ja? Aber wie gesagt, wo ist die Logik in der Geschichte, dass alle Elend der ganzen Welt nach Deutschland ausgerechnet kommt? Ja? Das böse Land mit den bösen Nazis und Faschisten. Ja. Und wie gesagt, bei Pegida habe ich darüber gesprochen. Ich habe auch über den Sachsensumpf und unsere korrupte Politiker in Deutschland gesprochen und über die Ursachen gesprochen. Ich habe sogar am Mikro gesagt, in Richtung der Antifa gesagt, am Mikro, ich habe lieber Flüchtlinge aus Syrien in Deutschland als solche Deutschen auf deutschem Boden. Ja. Ich habe es auch in meiner Rede gesagt, deswegen habe ich so viel Applaus gekriegt und Zugabezurufe, was noch nie stattgefunden hatte bei Pegida, wurde mir von den Veranstaltern gleich gesagt. Ich habe auch gesagt, dass diese Leute, ja, die hier demonstrieren, die waren Rassisten sind, weil die sind diejenigen, die behaupten, es sind nicht genug Bomben auf Deutschland gefallen, mhm, und sogar auf Dresden, ja, wo jeder weiß, wie es ganz schlimm war in Dresden und wie viel Zivilbevölkerung von den Terrorbomben der Amerikaner und Engländer gestorben sind. Also diese Leute sind nur getrieben vom Hass auf die eigene Geschichte und Bevölkerung. Aber das ist klar, mit so einem desolaten Schulsystem, wo nur einseitig schwarz-weiß unterrichtet wird, es ist mir klar, dass die meisten Deutschen, wenn sie im frühen Alter in der Schule schon lernen, die Großeltern oder jetzt Urgroßelterngeneration zu hassen, die sind alle reif für einen Psycholog, das ist klar. Ja. Was ist jetzt nach deiner Rede auf der Pegida passiert? Ich habe gehört, du darfst da jetzt nicht mehr reden. Oder ja, also ich hatte, wie gesagt, einen unglaublichen Erfolg bei, ja, dieser anwesenden Masse. Die hätten sogar gern gehabt, dass ich länger rede. Und ja, alle waren zufrieden, die Leute von Pegida auch. Und dann zwei Wochen lang, obwohl es geplant war, in kurzer Absprache an diesem Abend, dass ich wieder am 5. Januar dort rede,
wurde ich von niemand kontaktiert, niemand war für mich erreichbar und ich habe angefangen, mich zu fragen, was steckt dahinter? Das ist komisch. Und ich hatte schon Zweifel an die Tatsache, dass ich schon für unglücklich fand, dass man sich patriotisch gegen Islamisierung benennt. Und das, wie ich das über Nachrichten mitgekriegt hatte, nur über Islamisierungsgefahr gesprochen worden ist. Ja. Ich war der Einzige, der über was anderes sprach, über natürlich was interessanter und konstruktiver, nämlich über die Ursachen von Flüchtlingsströmen, über Krieg, wer dahinter steckt, unsere Politiker. Und obwohl es so viel Erfolg hatte, stellte ich fest, als ich am 15. Januar dahin fuhr, mit denselben Freunden wie am 22., wie man mich vermieden hat. Und als ich gefragt habe, was ist los, darf ich nicht wieder reden, wurde mir gesagt, nein. Und ich habe erfahren, dass in dieser 12-köpfige Gruppe der Organisation Pegida 9 sich dagegen entschieden hatten, gegen 3. Aber die Frau Oertel, Katrin Oertel, die bekannt ist jetzt durch ihren Auftritt bei Jauch, sie hat sich mit mir unterhalten, nachdem sie gesprochen hat. Und so lange habe ich mit ihr gesprochen, bis sie mir gesagt hat, okay, geh ans Mikro, aber worüber willst du sprechen und so weiter. Also ich bin kurz ans Mikro gegangen, aber ich habe am Gesicht von ihren Kollegen in der Organisation gesehen, dass sie Ärger damit kriegen wird danach, weil der Rainer hat sogar gesagt, während ich da stand und anfing zu reden, ich habe es noch gehört in ihre Richtung, was macht er da, wie ist er auf die Bühne gekommen, wer verantwortet das? Und mir war klar, dass dadurch, dass ich Gauck, Merkel, Tillich als Ministerpräsident in Sachsen in meiner Rede vom 22. angegriffen hatte, dass es nicht passte mit dieser Bereitschaft und Appell seitens von Pegada Richtung Politiker ins Gespräch zu kommen, ja, dass es natürlich alles kaputt machte für sie. Und das habe ich dann gesichert festgestellt am 15. Januar, dass ich mich durchsetzen musste, um ans Mikro ranzukommen, aber dass ich da unerwünscht war. Und das habe ich gesehen, als ich den Lutz Barmann grüßen wollte, wie er kühl, ziemlich abweisend war. Obwohl er dich vorher in den Namen genommen hat. Richtig, richtig. Ja. Das war wie Tag und Nacht. Und ich habe mich gefragt, was ist dazwischen passiert? Und meine Vermutung war, seitens der Macht, der Politik, ist da Druck gekommen nach dem Motto, denn lassen Sie nicht mehr reden, sonst könnt ihr eure Bereitschaft... Also, nachdem ich Tillich kritisiert hatte, Merkel und Gauck, hatte 2-3 Tage später der Tillich seine Bereitschaft zum Gespräch gekündigt. Und komischerweise wurde es wieder relanciert von Pegida am 15. Januar und es hat dann doch stattgefunden. Diese Annäherung zwischen Politik und Pegida. Wie gesagt, ich halte die Pegida für unehrlich. Ich denke, es war entweder ungeschickte Leute, von was getrieben, weiß ich nicht, oder verkaufte Leute, die entweder im Auftrag des Systems, der Politik oder von anderen versucht haben, die Bevölkerung zu mobilisieren und in einem Irrweg zu bringen. Also der Name und das Thema Islamisierung war sehr geeignet, um normal zwar Leute auf die Straße zu bringen, aber gleichzeitig sie zu liefern, der Presse, der Politik, den Linken und Linksextremisten, weil es ein gefundenes Fressen war, diese Leute gleich im Topf von Rassisten reinzuschmeißen. Und ich denke, entweder waren sie dumm oder sie haben es bewusst gemacht. Die Gründe kenne ich nicht, aber das kann nur bewusst sein, wer so einen Namen sich aussucht, wer so ein Thema als einziges Thema behandelt, ja, er liefert die Leute, die da dahinter folgen, zum Spott, zur Beleidigung als Rassist. Es polarisiert auf alle Fälle, polarisiert wird. Auch wir haben gehört, dass Leute bezahlt werden für Gegendemonstranten, dass Schüler, ganze Schulklassen gezwungen wurden sozusagen, zur Gegendemonstration zu gehen. Also wie gesagt, ich war nicht traurig darüber, dass ich nicht mehr da reden könnte, weil ich keine Bewegung unterstütze, die fokussiert auf eine bestimmte Religion oder bestimmte Bürger in diesem Land, weil für mich das gehört zu teilen und herrschen. Und das ist nicht konstruktiv. Und für mich ist nicht das Problem die Islamisierung an sich. Für mich ist das Problem,
warum gibt es immer so viele Flüchtlinge? Warum müssen Leute vor ihrer zerstörten Heimat fliehen? Was haben wir für eine Verantwortung da als Europäer an der Seite der Amerikaner? Und was steckt überhaupt für eine Berechtigung und für Ziele hinter diese Kriege? Und das ist das, was ich anspreche. Und ich spreche nicht über Islamisierung. Ja? Ja. Es ist sehr schön, was du alles gesagt hast und Videos dargestellt hast. Ich hoffe, dass das auch Wellen schlagen wird, sozusagen, dass diese Einstellung, ich glaube, dass viele, die zu den Demonstrationen gehen, auch ein sehr viel weiter gefasstes Bild haben, wogegen sie demonstrieren. Ich habe festgestellt, in meinen ganzen Gesprächen mit vielen Leuten am 22., am 5. und am Montag darauf, wo ich da war und kurz die Live-Schaltung von ZDF gestört bin, was übrigens bei Anonymous und YouTube insgesamt über 400.000 Klicks in 2 Wochen erreicht hat. Ja. Ich habe festgestellt, dass die meisten, die mich angesprochen haben und mir gesagt haben, das war richtig, was du angesprochen hast, und das sind die Themen, die uns interessieren, dass diese Leute nicht wegen Islamisierung zu 90% der Teilnehmer dieser Demonstration auf der Straße sind, aber weil sie unzufrieden sind und die Nase voll haben, dass die Politik in diesem Land an ihren Köpfen vorbeigeführt wird von Leuten, die dafür bezahlt sind und trotzdem vorbei an ihren Wählern Politik entscheiden. Und eigentlich, diese Leute sind nicht mal legitimiert, sich Bundeskanzler und Bundespräsident zu nennen. Ich erinnere dran, in Deutschland, wie ein Bundespräsident gewählt wird. Von Leuten mit Parteibüchern, ausgesucht von Parteien oder Promis, Sänger, Künstler, alles Mögliche, ja, die natürlich von den Parteien, die sie ausgesucht haben, in die richtige Richtung wählen. Also das ist total undemokratisch, dieses Land, diese Politiker vertrauen ihrer Bevölkerung immer noch nicht, nach 70 Jahren, deswegen wird da keine direkte Wahl geführt, nicht mal auch für einen Bundeskanzler. Ja. Ja. Und diese Politiker, die belügen uns, wenn die CDU in Sachsen sagt, sie hätte um die 38% oder so um die 30%, das ist falsch. Ja. Die geben Prozentzahl von gewählten, von gegebenen Stimmen, aber nicht die Prozentzahl, wie es eigentlich sein sollte, von Wahlberechtigten. Dann wären es vielleicht nur 15%. Das sind oder um die 15-18%. Ja. Diese Leute sind nicht mal legitimiert, über uns zu entscheiden und vorbei an der Bevölkerung. Das Wahlgesetz ist ja auch nicht gültig und wir wissen, ich weiß nicht, vielleicht weiß es inzwischen auch, dass ganz viele Sachen gar keine gesetzliche Grundlage haben. Ne? Das heißt, auch viele Polizisten demonstrieren. Wir haben übrigens, ich möchte gern, dass jemand mir beantwortet, warum, ich glaube im Jahr 2007 hauptsächlich, ein sogenanntes Bundesbereinigungsgesetz stattgefunden hat. Ja. Man hat im Beamtenrecht, was mich betraf, und deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden, weil ich natürlich in meiner Prozessführung gegen die Bundesrepublik Deutschland als ehemaliger Bundesbeamter mich auch stütze auf manche Paragraph vom Beamtengesetz, die zum Beispiel die Rechte des Beamten gegenüber seinem Dienstherrn beinhalten. Und diese ganze Paragraph sind von Paragraph 1 bis 120 en bloc weggestrichen worden und einkassiert. Und ich frage mich, was steckt dahinter? Ist es eine Beschneidung der Rechte eines Beamten seinem Dienstherrn gegenüber, was damit verfolgt wurde? Oder ist der Ursprung dieses Gesetzes noch tiefer, nämlich, dass diese Stadt vielleicht nicht berechtigt war, nach alliiertem Besatzungsrecht Beamten einzuberufen und Beamtentum zu gründen und deswegen dieses Rückzieher sehr spät und sehr diskret gemacht hat und nämlich diese ganze beamtentypische Rechte und Gesetze einkassiert hat. Also ich frage mich, was dahinter steckt, aber es ist sehr komisch. Es ist, ja, gibt viele Fragen. Wir haben ja einige Sendungen zur Rechtslage in Deutschland schon gemacht und es werden wahrscheinlich auch noch mehr Polizisten oder Beamte in Anführungszeichen. Sind wir gleich zu Ende oder darf ich noch einen Satz sagen? Ja, natürlich. Gut. Ich habe jetzt am 24. Samstag, letzte Woche, am 24. Januar 2015, eine Demonstration mitgeführt und mitorganisiert mit Frank aus Halle und Konstantin aus Erfurt, die beide auch Organisator jeweils in Halle und Erfurt von Montagsmann waren seit März letztes Jahr. Wir haben eine neue Bewegung gegründet mit unserer ersten Demonstration, die erfolgreich gewesen ist, am Samstag in Erfurt unter dem Namen Endgame. Ja. Wir haben 2 Gruppen fusioniert. Es war Pegada einmal in Westdeutschland gegründet. Es ging um patriotische Europäer gegen die Amerikanisierung des Abendlands und Endgame von Frank in Halle unter dem Namen Endgame. Und unsere Ziele ist diese ganze Politik der USA in der Welt
Und daneben der Vassal. Politik der EU durch die NATO und unsere verkaufte Politiker, die nicht mehr unsere europäischen Interessen vertreten und uns sogar an Seite von Obama in einen Spannungskrieg, Kalten Krieg geführt haben, gegenüber unseren russischen Brüdern geführt haben. Und wir haben Erfolg gehabt. Wir haben Leute von allen Nationen, alle Religionen. Für uns ist Islamisierung und Muslim nicht das Thema. Und es ist schön zu sehen, wie über Facebook viele Leute mich kontaktiert haben und unsere Gruppe Leute mit türkischer Abstammung oder Türken, die in Deutschland leben, die sich angesprochen fühlen, die dieselbe Probleme mit der amerikanischen Politik haben wie wir, die sich als Muslim bei uns angesprochen fühlen, weil wir nicht gegen Islamisierung demonstrieren, aber gegen diese Politik, diese verbrecherische Politik, die mit unserem Steuergeld, mit unseren Waffen, mit unseren Soldaten in unserem Namen von nicht von der Mehrheit legitimierten Politiker geführt wird. Und wir haben die Nase voll. Und warum Endgame? Weil es nicht nur geht um Rückzug der amerikanischen Truppen nach über 70 Jahren Besatzung, die Deutschland abhören und alles hier kontrollieren. Deswegen ist Snowden nicht auf deutschen Boden gekommen und eingeladen worden für ein Verhör. Weil die Bundesrepublik Deutschland sich nicht die Blöße geben will, dass die Leute feststellen, konstatieren in Deutschland, dass die Regierung eine Marionettenregierung der Amis ist, genauso wie die DDR eine Marionettenregierung der Sowjetbesatzungstruppen war, geführt aus Moskau. Sie würden erleben, dass Snowden sofort verschwinden würde in Deutschland und dass er plötzlich ein paar Wochen später uns gezeigt würde im Fernsehen in einem Schauprozess in Amerika. Ja. Weil die Bundesrepublik Deutschland wäre zwar durch ihre bewaffnete Organ fähig zu verhindern, dass ein Snowden verschwindet, aber durch ihre Verpflichtung Amerika gegenüber seit 70 Jahren ist diese Regierung nicht in der Lage, sich durchzusetzen. Und um sich diese Blöße zu ersparen vor der eigenen Bevölkerung, was natürlich ein riesiges Coup wäre und beweisen würde, was viele feststellen seit Jahren, nämlich dass dieses Land nicht souverän ist, wird Snowden nicht eingeladen unter verrückten Ausreden, obwohl er der wichtigste Zeuge ist in dieser Abhörgeschichte Deutschlands und ganz Europa durch die Amerikaner. Das sind viele, viele Themen, die du ansprichst und viele wichtige Themen. Und ich glaube, immer mehr Menschen wird auch bewusst, was nicht stimmt. Und es ist toll. Wann ist die nächste Demo von Endgame? Also wir werden von Bundesländern zu Bundesländern ziehen. Wir wollen nicht, wie die Montagsmann waren, jeden Montag in allen möglichen Städten uns verzetteln. Wir wollen durch die Bundesrepublik Deutschland ziehen. Und wir sind nächsten Monat im Februar, ich glaube am 28. Februar. Was ist das für ein Samstag? In Hannover. Samstag oder was ist das für ein Wochentag? Weiß auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Also aber nachgucken bei Endgame-Seite in Facebook und es wird veröffentlicht. Ich danke dir für diese tollen, tollen Aussagen. Du hast wirklich sehr wichtige und sehr schöne Sachen gesagt. Das finde ich wunderbar und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und vielleicht wirst du irgendwann mal wieder Polizist in einer anderen Politik. In einem souveränen Deutschland. Das wäre so toll. Ich würde mich Ich bedanke mich auch für die Gelegenheit, die du mir gegeben hast, so wunderbar. In der Öffentlichkeit noch über mich manche Dinge richtig zu stellen. Du hast es sehr schön gesagt und ich freue mich darüber. Vielen Dank, Stefan Simon. Danke, Joe.